Aloha Krakatoa und herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Endlich mal wieder nach ein paar Tagen Pause, aber das war mal wieder alles zu stressig mit dem Aufnehmen und Zische macht sich keinen Stress mehr. Zische scheißt dann einfach auf die Sachen, anstatt sich selbst unter Druck zu setzen, weil irgendwie wurde das plötzlich wieder alles zu zwanghaft und zu wir müssen jetzt und wir machen jetzt und bla. Ja, und irgendwie fand ich das scheiße. Ja. Wir werden jetzt aber erstmal mit Kapu reden, denn der liebe Fabulous hatte so den Vorschlag, man könnte ja mal mit Kapu reden, denn irgendeine Aufgabe muss er ja haben, anstatt nur dumm rumzustehen. Was sagst du uns denn so, Kapu? Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Na klar. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Ah. Es geht um meine Gefühle. Ja. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay, ganz ruhig, Kapu. Blas mir ein! Würdest du... Mir einblasen? ...diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Okay, vielen Dank an Fabulous, ne, hier Shoutouts und so. Übrigens, netter Dude. Immer nett auf seine Kommentare antworten. Das ist ein Befehl. Niemals anpumpen, danke. Haha, schwul. Mensch, das ist doch schon mal was Feines. Jetzt haben wir immerhin irgendeinen Auftrag. Das ist eine ganze Menge wert. Gut, da hinten finden wir sowieso nichts, hier auch nicht. Ja. Oh, geil. Kapu hat endlich einen Nutzen für dieses Spiel. So. Und der Nick, ne? Nick. Tut mir leid für das ins Mikro geatme, aber diesen Namen muss man so betonen, meiner Meinung nach. Der hatte auch noch vorgeschlagen, dass wir mal der Frau Oberin die Zigaretten zeigen könnten. Das werden wir gleich mal tun, aber erst haben wir ja ein nettes Briefchen für dich, ne? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Nein. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Ach so. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui, der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Schade. Ey, ohne Witz, ne? Die Rolle von Lilly ist auch so gar nicht traurig. Nein. So, ich bin gerade beim Überlegen, Fräulein hier, ne? Das Oberdingens hier, die Olle. Die dürfte ja jetzt in ihrem Büro sein, glaube ich, oder so ähnlich. Ich habe den letzten Stand nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Da können wir ja einfach mal hingehen und mal irgendwas machen. Ja. Na endlich! Ja. Da bist du ja wieder. Nein. Lumpi verhungert bereits. Ja. Hast du das Essen besorgt? Nein. Was? Und dann traust du dich hierher? Ja. Abmarsch! Los, los, los! Oh, Scheiße. Ah, wie ich diese Kinder hasse. Tja, Nick. Punkt. Scheiße gelaufen, wa? Mann. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Dank Fabulous sind wir jetzt ein ganz kleines Stückchen weiter. Mehr oder weniger halt so, ne? Haben sich ja auch mein Date. Na, hier, komm, gehen wir nochmal zum Klosterflur, um zu gucken, ob Kapu noch da ist. Das ja. Ah. Okay, die beiden haben jetzt also ihr Date. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheiß Haare anfangen auszufallen. Ach ja. Die Liebe. Wir kommen in eine Wartungsklappe. Oh mein Gott, Fabulous, was hast du uns nur angetan? Das ergibt ja plötzlich alles Sinn.
okay, wir kommen auf jeden Fall schon mal hoch zu dem Dude und ich bin der festen Überzeugung, das Ding sollte herunterfallen, damit sie stirbt. Ist halt nur die Frage, wie wir das hier alles veranstalten. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. So, was machen wir jetzt damit? Hier, komm, wir haben eine Muskete. Nee, warte, hier, können wir das alles noch... Nee. Naja, hier, gehen wir da mal wieder rein. Gehen wir hier mal weg. Gehen wir hier mal wieder hin. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Ach, ich weiß es nicht. Ah, Mensch! Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das ist ja, Mensch, das ist ja komisch hier. Ne? Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Ja. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh, Mann. Ich schließe mich da auf jeden Fall dem Erzähler an. Oh, Mann. Lilly, du bist so eine unfassbare Versagerin. Na, mal gucken, was wir... Hier, komm. Die Knallfrische können wir auf jeden Fall dem Dude hier... War das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder... hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Tja, irgendwie ist das ja schon so eine Einladung, oder nicht? Anstatt die Taube einzufangen, überlegte sich Lilly, ob sie nicht irgendwas im Inventar hatte, um sie zu verscheuchen. Richtig. Sie hätte wohl auch auf einer Pauke gespielt, wenn sie eine dabei gehabt hätte. Richtig. Ich nehme mir das jetzt einfach. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Gut zu wissen, vielen Dank für die Info. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Mann, wir können aber nicht auftauchen. Lilly, warum ist dein Leben so unfassbar scheiße? Das ist unfassbar. So, zu dem Thema mit dem Dingens, da hatte, Mann, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wer auch immer irgendwas geschrieben nach dem Motto, ey, vielleicht kann man ja das Seil anknacksen, das da runterfällt. Ich kann dir schon mal sagen, Seil ist nicht auswählbar gewesen. Schöne Idee gewesen, aber der Fabilus, ne? Herr Fabi, der hatte einen Plan, der hatte eine Idee. Warum bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen? Aber ich habe den halt so unfassbar unwichtig anerkannt, dass ich mir dachte, hier, komm, der hat... Nee, der kann keine Aufgabe haben. Wobei es einfach noch so viel trauriger zu sehen ist, weil es ja was so lieb zu Lilly und man dachte sich irgendwie, oh, ne, und dann ist er doch eine liebe Freundin. Knallfrösche! Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Fick dich. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das... mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher, was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen.
Ach so, ist ja schön, dass wir schon so weit waren. Lilly mochte die Spatzen. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, auf sie zu schießen. Andererseits musste sie Shawnee beeindrucken, um an das Rezept zu gelangen. Ach ja, Mensch, dann, ne? Rums. ups. Lilly nice. Hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Ja, ein wenig, oder? Na komm, jetzt reden wir mal eine Runde mit Shawnee. Ey, wir haben einen Lauf, Leute. Das ist perfekt. Perfekt. Ich kann nicht aufhören, mich darüber zu freuen, dass wir mit Capo geredet haben. Es läuft. Shawnee wirkte äußerst nervös. In diesem Zustand wollte Lilly ihn lieber nicht ansprechen. Sie wollte nicht riskieren, dass er ihr an den Zöpfen zog. Andererseits so. Brauchte sie das Rezept. Wie konnte man einen Rabauken wie Shawnee nur beruhigen? How about some cigarettes? Smoking is nice, it's really nice. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Nein, Joints wirken. Beruhigend. Ah, keine Zigaretten. Das, Aua, das okay. Hat er ihn fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Ja, gut, dann ergibt das jetzt auch alles irgendwie wieder einen Sinn. Ah, Mensch, eine brennende Zigarette. Ah, hallo Shawnee, redest du jetzt noch mit uns oder bist du mit Qualm beschäftigt? Du siehst sehr entspannt aus. Von der Tatsache abgesehen, dass du wahrscheinlich in 3 Minuten an Krebs sterben wirst. Shawnee war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten hatten ihn gleichgültig gemacht. Ja, Kinder, merkt da was? Die sind jetzt böse, die Zigaretten. Ne? Also rauchen macht gleichgültig, merkt euch das. Können wir den mitnehmen? Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Ja, das wäre doch was Feines. So, viel Spaß mit deinem Lungenkrebs. Das war schon wieder die falsche Richtung. So ein Scheiß. Obwohl, lass mal machen hier. Weil ich habe eine Idee. Alter, ja, so schön. Funktioniert das? Jungs! Fortschritt! Wir konnten den Ofen anfackeln! Ja, nice! Jetzt ist der Ofen an, wir haben das Rezept. Doris hat alles, was sie braucht. Nur das Rezept fehlt noch. Das bekommt sie gleich. Dann können wir hoch zu Fräulein Oberin. Oh, Fortschritt! Wir leveln! Oh ja. Bitteschön! Ach, du hast das Rezept? Ja. Aha. Na dann, zeig mal her! Ja. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberin aus dem Keller. Super, hol ich hier. Mach ich, klar. Okay, cool. Zum Brunnen. Wir schaffen das. Schaffst du das, Lilly, ohne währenddessen jemanden umzubringen? Oh. Hier, Kinder, ne? Rauchen kann übrigens tödlich sein. Wollte ich jetzt nur mal so am Rande angemerkt haben. Weil irgendwie muss das Ganze hier ja einen pädagogischen Wert haben. Ach ja, ja, hübsch hier unten, ne? Oh, ich finde das immer schön hier. Komm, wir nehmen mal eine Konservendose mit. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Aber sollte es nicht Ente sein? Na, okay, nehmen wir Taube, Ente. Scheiß doch drauf. Ich
weiß wieder, ne, nachdem ich dieses Spiel jetzt wieder aufgenommen habe, weiß ich, dass ich für die nächsten 3 Tage wieder einen Ohrwurm von diesem Melodie haben werde. Ah, Mann. Du hast die Konservendose gefunden. Ja. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Gut. Nice. Hey, weil, Beth? Okay, sorry, ich war gerade irgendwie ein bisschen langsam, weil ich mir gerade so dachte, Alter, was willst du von mir? So. Treppenhaus. Lauf, Lilly, lauf. Oh yeah. Überall diese Pinselgeräusche. Das ist unfassbar. Egal, wohin man geht, ne? Überall wird gepinselt. Überall sind sie am Renovieren in diesem Kloster. Mensch, das ist doch schön, dass so viel Geld da reingesteckt wird, ne? Bildung und Erziehung, Pädagogik, religiöse Werte, alles wichtig. Sollte man immer instand halten, sowas, ja. Ach, gut. Da ist ja das verlorene Kind. Oh. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden.